Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Build. So, das Haus der Zukunft. Eher das Haus der Vergangenheit eigentlich, ne? Das Haus der Zukunft aus der Vergangenheit. Steht im Grunde, von außen zumindest. Und dadurch, dass ich durch Bäume verschleier, wie scheiße es eigentlich aussieht, sieht es ziemlich gut aus. auch von innen, also vor allem von innen. Ich finde wirklich, oder? Hier, das Wohnzimmer ist super geworden. Das kann man so lassen. Das ist wirklich toll. Ah ja, genau, ich wollte jetzt hier noch mehr Bücher in die Regale räumen, ne? Aber gut, okay. Ich wollte eigentlich noch mehr Kleinkram. Aber der OC Decorator Mod funktioniert leider nicht in Verbindung mit irgendeinem anderen Mod. Ich weiß gar nicht genau welchem. Und ich war zu faul, das umzustellen. Also weiß ich nicht genau, was wir machen. Auf jeden Fall haben wir hier noch quasi das Schlafzimmer jetzt. Das können wir jetzt quasi schon dekorieren. Mit ein paar Bilder und so weiter verschleiern wir, dass es hässlich ist. Das wird schon. Hier können wir noch ein Badezimmer machen und da weiß ich nicht genau, ob wir ein Kinderzimmer machen oder ein Büro. Aber andererseits habe ich jetzt da schon einen Schreibtisch hingestellt, ne? Ich habe irgendwie blöderweise mich beim Kochen gerade, ich habe Chili gemacht. Es ist lecker geworden. Bisschen knoblauchlastig. Bisschen viel Knoblauch vielleicht. Aber passt schon. Ziemlich lecker. Habe ich mich auf jeden Fall in den Finger geschnitten. Wir hatten nämlich noch so viele Karotten, die weg mussten. Jetzt habe ich quasi Karotten so mit Zwiebeln und Knoblauch zusammen angebraten am Anfang. Klein geschnibbelt. Und beim Karottenschneiden habe ich mich so krass in den Daumen geschnitten. Also richtig tief. Das war echt dämlich. Und aha, hier habe ich aber auch schon angefangen, Wände zu bauen, ne? Naja, okay. Und das hat geblutet wie Sau. Wenn man sich in den Finger schneidet, blutet das ja gleich immer wie verrückt. Und hab dann irgendwie ein Taschentuch rumgewickelt. Erstmal so eine Zewa-Rolle und vollgesaugt in 0, nix. Es war wie im Splatter-Film, ey. Die Küche hat ausgesehen. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich die Blutung dann einigermaßen gestoppt. Hab ganz viel Pflaster draufgeklebt und so. Und habe jetzt die Pflaster nochmal gewechselt, weil es immer noch ganz schön blutet. Aber jetzt die lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier Pflaster am Daumen und spüre deswegen den linken Stick überhaupt nicht. Ich fühle, das ist total komisch gerade. Das ist quasi, ich habe überhaupt kein Gespür in dem Daumen. Aber es geht. Ich kann den Charakter eigentlich dafür ganz gut lenken. Also kein Problem. Aber ja, genau. Ach ja, so ist das manchmal, ne? So, jetzt pass auf, hier haben wir schon einen Türrahmen hingeklatscht, ne? Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch eine Rückwand und dann wäre der Flur sogar schon einigermaßen in Ordnung. Den muss man noch ein bisschen flicken und so, aber einigermaßen. Wo? Stempen. Aktivieren wir erstmal den Baumodus. Irgendwann mal. Na. Nö. Manchmal mag er nicht. Ich weiß nicht, was er gerade hat. Gerade ist er sehr komisch. So, jetzt pass auf. Platzieren. Und... Ah ja, jetzt geht's. Okay, gut. Jetzt müssen wir die Mauer nur ins Haus kriegen. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht durchglitschen, ne? Ich überlege, ob ich den Raum hier komplett wegmache im Grunde und einfach so hier plups eine Wand. Aber dann geht das hier zu sehr durch. Ich hätte noch eine andere Idee. Wie wär's denn, wenn wir hier einen Türrahmen reinklatschen und dann so eine kleine Abstellkammer machen? Die wird wirklich klein, aber theoretisch vielleicht eine gute Idee.
Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Nee, ich glaube nicht. Schauen wir mal. Dann mauern wir hier zu. So, Momentchen. Cancel. Jetzt schaue ich mir das mal an, kurz. Ohne Baumodus am besten, weil sonst sind die Linien immer so gehighlightet. Decke müssen wir dann natürlich auch noch machen, aber sonst... Wenn da Türen reinkommen, dann sind auch die Türrahmen nicht mehr so hässlich, hoffentlich. Schauen wir mal. Leider kriege ich den Balken da nicht mehr raus, der ist mit der Wand fusioniert. Da geht nichts mehr. Den kann ich nicht mehr anwählen, ich habe es schon versucht. Nee. Au, 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 au. Au, das Steuerkreuz bedienen mit dem Daumen tut echt weh. Au, 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 au. Ich glaube wirklich, ohne Witz, ich muss den anderen Daumen benutzen. Au. Okay, Türen. Schauen wir mal schnell. Moment mal, hier haben wir schon eine Tür und ich könnte noch eine Tür reinmachen. Doppeltür. Wäre cool, wenn es hier... Nehmen wir die Türen einfach für innen, oder? Ah ja. Ah, okay. Na komm, zwei von drei, immerhin. Immerhin sind zwei von drei gleich reingesnappt. Die anderen müssen wir jetzt glitschen. Ein bisschen rot, ne? Ich dachte, die wäre brauner, aber gut. Ruhig brauner. Ach so, genau, shit, die kann ich ja nicht einfach so... Ah, warte mal, es gibt doch auch extra Türen. No Snap, genau. Suchen wir uns die gleiche Tür mit No Snap. Es funktioniert irgendwie schon wieder nicht mehr. Manchmal mag es einfach nicht. Achtung. Und tschakka. Ja, jetzt geht's. Hurra. Ach ja, das wird schon cool. Das wird schon ganz in Ordnung, glaube ich. Moment mal, das sah gerade komisch aus. Ach so, ja genau. Das ist absichtlich komisch. Ich erinnere mich wieder. So ist das eben manchmal. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwie die Tür einigermaßen sinnvoll reinglitschen können. Bisschen niedrig, ne? Aber ja, hilft nichts. Schauen wir mal. Ja, ich meine, die glitscht oben ein bisschen durch die Tür. Oh Gott, das sieht hier komisch aus. Aber gut, okay. Oh, die geht in die falsche Richtung auf irgendwie. Das ist ein bisschen eng hier. Aber gut. Nee, warte mal. Die können wir vielleicht sogar anders machen, oder? Theoretisch. Vielleicht können wir die rausnehmen und umdrehen, damit die... Ich weiß nicht genau, wie die schnappen. Hm. Na.
So rum auch? Ne, so rum geht's leider nicht. Ach ja, wisst ihr was? Okay, dann lassen wir es so. Nee, eigentlich ist das voll blöd, weil die Türen sollten jetzt während des Bauens offen bleiben. Das geht nicht so. Das geht so nicht. Die Türen müssen in den Raum aufgehen und nicht in dem Flur. Das geht nicht. Es dauert so ewig, bis das Baumenü aufgeht. Okay, scrappen wir die Tür mal komplett weg, die auch. Und die da, jetzt muss ich nochmal schauen, die geht auch falsch rum auf. Mann, ey. So ein Käse. Schauen wir mal. Ob ich die hier drin nehmen kann mit dem Glitchstempen, das wird vielleicht schwierig. Ah ja. Okay, schauen wir mal. Von innen sieht's in Ordnung aus. Meine Funktionen erbringen maximale Leistung. Und von außen passt's auch. Okay, machen wir das. Gudio. Gudio! Dann brauchen wir jetzt die Türen noch gut unten der Boden. Ah, ne, es passt schon. So, jetzt passt mal auf. Wo sind denn jetzt die Türen schon wieder? Strukturen. No snap. Okay, gut. Dann platziere ich jetzt hier zwei Türen und die müssen wir dann wieder reinbringen und so. Ah, das wird schon, Leute. Das wird schon. Das wird alles ganz wunderschön. Warum habe ich jetzt schon wieder das Baumenü beendet, Mensch? So ein Käse. Dauernd mache ich versehentlich das Baumenü zu. Ich weiß nicht warum. Ich will das gar nicht. Ich will das nicht. Hilfe. Okay. Bin ich schon wieder aus dem Baumenü. Ich weiß nicht, was gerade los ist mit mir. Zombie-Modus. Okay. Ich reiß mich zusammen. Huh. So, Tür. Jetzt muss ich schauen. Die Tür muss jetzt im Grunde nur spiegelverkehrt sein zu der Tür. Und hier ist der Griff. Na, das sehe ich jetzt erst, dass der Griff da komisch reinmorft. Aber gut. Okay. Nein! Warum denn? Ich habe es genau wieder verkehrt reingebaut, Mensch. Ach Gott, ey. Ich bin heute nicht bei der Sache, Mensch. Ich bin heute einfach nicht bei der Sache. Ach ja. Furchtbar. Der Nachrichtensprecher guckt mich auch schon ganz vorwurfsvoll an. Nein! Das haut nie im Leben jetzt hin mit dem Cheat-Stempen hier, oder? Doch, es haut hin. Wow, nicht schlecht. Ich versuch's mal so. Auf gut Glück. Das sieht von außen zumindest ganz okay aus. Von innen sollte ich gefälligst nicht beschweren. Ja. Wunderbar.
Da kommt eh noch ein Türrahmen drüber von innen. Dann sieht es vielleicht... Stimmt eigentlich. Da kommt von innen eh noch ein Türrahmen drüber. Vielleicht hätte die Tür dann in den inneren Türrahmen snappen können. Naja, zu spät. Na, mach die Tür bitte auf da drüben. Jetzt, genau. Weil die Türen müssen... Ich lasse die jetzt alle offen dann, damit ich ordentlich bauen kann. Aber jetzt müssen wir noch eine Tür rein snappen. Snappy Popabby. Schnappen die Bab. Schnibbel die Schnibbel die Schnappabababu. Schnubbenbu. Schlabbeda. Ich glaube, ich rede jetzt die restliche Folge nur noch so. Schnibbel. Libbedibbeda. Schnibbedi. Schnibbedu. Schnippatki. Schnibbeli. So. Also. Der Türgriff muss in die Richtung zeigen. Also muss ich das so anbringen, die Tür. Die Türen sind riesig irgendwie. Mein Gott, die sind so hoch. Das ist so blöd irgendwie. Also es passt überhaupt nicht eigentlich. Okay. Ja, passt. Okay, machen wir es so. Cool. Ach ja. Dieses Jahr kamen jetzt schon echt coole Spiele raus. The Last of Us 2 war ziemlich irre gut. Und jetzt auch noch Deadly Premonition 2, das auch ziemlich irre gut ist. Beide Spiele auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber beide ähnlich großartig. Das ist echt super cool. Und jetzt kommt dieses Jahr noch, was, also was mich zumindest am meisten interessiert auf jeden Fall, Cyberpunk natürlich, auf das bin ich gespannt. Ich finde es sehr schade, dass die einen First-Person-Shooter draus gemacht haben, weil ihr wisst ja, ich bin kein Freund von First Person. Alles, was nicht... Also, es gibt so viele Spiele, wie eben auch Fallout 4, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich denke mir halt, mein Gott, wenn das nur Third Person wäre. Ein anständiger Third Person Modus. Ich weiß, man kann Fallout 4 theoretisch in die Third Person stellen, aber naja. Auch nur so Placebo. Aber mit einem anständigen Third Person Perspektive würde mir das wahrscheinlich noch so viel besser gefallen. Dann würde mir wahrscheinlich nicht nur das Bauen, sondern auch das Gameplay an sich Spaß machen. Das wäre schon ziemlich gut. Aber naja, man kann nicht immer alles haben, ne? Und so geht es mir halt eben auch zum Beispiel bei Dingsy Bumsy, Flumsy Lumsy, Plubum 3, Die Rückkehr. Wie heißt das denn? Cyberpunk. Da denke ich mir auch, ah, das könnte mir echt gut gefallen. Ich meine, wenn ich mir The Witcher 3 ansehe, die haben super Autoren offensichtlich. Die haben, die bauen super Charaktere, interessante Szenarien und unglaublich, unglaublich gutes Questdesign. Also das ist wahrscheinlich das, wo The Witcher 3 am meisten hervorsticht. Das Questdesign ist wahrscheinlich der große Vorteil, den The Witcher 3 gegenüber anderen RPGs hat. Und da bin ich schon gehypt drauf. Aber wie gesagt, die Perspektive ist halt so... Na, okay. Irgendwie ist der Teppich leider zu groß, ne? Der geht jetzt in die anderen Räume über. Wisst ihr was? Ist okay, da lege ich dann vielleicht irgendwelche Matten nachher drüber oder irgendwas in der Art. Ist in Ordnung. Jetzt wüsste ich echt gern, wo ich den Teppich, den ich in der Küche ausgelegt habe, her hatte. Den hätte ich jetzt gern wieder.
Okay, cool. Ah ja, ich glaube, das könnte passen. Der Boden könnte da vielleicht reinpassen, wenn wir Glück haben. Müssen wir da mal schauen, wie das dann von außen und in den anderen Räumen aussieht. Dass da nichts durchglitscht. Das ist schon ein bisschen groß. Naja, und dann natürlich No More Heroes 3. Auf No More Heroes 3 bin ich auch gespannt, dass im selben Jahr, im gleichen Jahr, Deadly Premonition 2 und No More Heroes 3 erscheint, ist schon einfach echt cool. Und dann auch noch die Nachricht, dass Swery und Zudo51 gemeinsam an einem Spiel arbeiten, Hotel Barcelona. Über das weiß man zwar noch nicht viel und wann das kommt, keine Ahnung, aber grundsätzlich... Das ist richtig cool. Ich werd wahnsinnig, ich werd wahnsinnig, der Editor macht mich wahnsinnig. Trotz Glitch-Mode. Vielleicht auch wegen Glitch-Mode. Oh Gott, guckt euch den Kack am Boden an. Aber wisst ihr was? Das kann ich irgendwie flicken. Das kriegen wir hin. Die Frage ist, ob es hier raussteht. Nö, na dann. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Furniture. Und jetzt hätte ich gern Teppiche. Laundry. Sind hier Teppiche nicht dabei? Oder Decorations vielleicht? Einfach nur Teppiche. Floor Covering. Ja, genau. Floor Covering. Okay, nee, das sind nicht die Floor Coverings, die wir suchen, denke ich. Ich meine, mit den Teppichen könnte man jetzt ein paar unschöne Flecken flicken. Ha, Flecken flicken. Klingt gut. Aber ich bräuchte noch kleinere. Na, die sind zu klein und die sind riesig und die sind komisch und... Ja, mit Matten, ne? Mit Gummimatten könnte man viel flicken, theoretisch. Hier eine Matte hin. Und schon sieht es nicht mehr ganz so doof aus. Aber habe ich wirklich Bock, alle Matten jetzt hier einzeln, ne? Oh Gott. Hier kommt aber eh noch eine Wand hin, ne? Vielleicht brauche ich die gar nicht. Also gut, der Übergang hier ist immer hässlich, aber... Ich finde leider. Aha, jetzt. Jetzt. Ich habe die gerade nicht gefunden, die Teile, die ich bräuchte. Türrahmen. Wahrscheinlich brauchen wir eher die dünnen jetzt hier. Ne? Ich mache mal ein paar davon. Ups. Okay, so. Mit den Teilen dürften wir die Zimmer jetzt auskleiden können. Und dann kommt der schöne Teil, das Dekorieren. Und dann sind wir mit dem Häuschen fertig. Und was wir dann machen,
Weiß ich noch nicht. Ha, keine Ahnung. Dann gehen wir zum nächsten Haus. Und dann zum nächsten. Und dann zum nächsten. Nee, machen wir nicht. Weil sonst werde ich verrückt, glaube ich. Wenn es dafür nicht schon zu spät ist. Irreparabel. Wahnsinnig. Bin ich, glaube ich, jetzt schon. Wir brauchen wirklich noch einen Türrahmen für hinten. Okay. Irgendwie weiß ich nicht so recht mit der Tür und so. Vielleicht war ich mit den Türen ein bisschen zu voreilig. Irgendwie. Wisst ihr was, dann machen wir keinen Türrahmen. Ich habe es mir anders überlegt. Okay. Nehmen wir einfach so ein Ding. Hau das neben den Türrahmen und dann hat sich's ausgetürt. Okay, Wände passen, also passen ist relativ, aber gibt es, Wände existieren, hier drin existiert noch gar nichts, aber jetzt schauen wir erstmal hier, beziehungsweise wollen wir erstmal hier dekorieren, ich weiß nicht, habe ich noch Decken draußen irgendwo rumliegen, sind das Decken, seid ihr Decken, ihr kleinen Dinger, ihr seid glaube ich Decken. Dammit. Ah, das wird nicht so leicht. So, ich muss das jetzt sehr exakt. Wenn das nur funktionieren würde, dass ich jetzt den Knopf auslasse und das nicht nach unten springt, es wäre so super. Okay, ich finde das akzeptabel. Unter den Bedingungen, unter denen ich hier arbeiten muss. Oh oh, hier steht die... Oder? Nö. Alles gut. Das sieht irgendwie bescheuert aus. Das sieht so bescheuert aus.
Das sieht so bescheuert aus. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt passt mal auf. Der Raum, der wahrscheinlich jetzt das Badezimmer wird, ist fertig. Der Raum, der das Schlafzimmer wird, ist fertig. Also vom Böden, Decken, Wände her. Also richten wir die doch gleich mal ein. Furniture gibt's doch extra sogar. Ah, warte mal, hier Betten. Warum sind denn da keine schönen Betten dabei? Es gibt doch auch schöne Betten. Ah, vielleicht kommen die erst noch. Das ist doch gut. Nehmen wir das Bett. So, haben wir da drüben schon Boden drin? Ach so, warte mal, das wird das Bad, ne? Das hier wird eher das Kinderzimmer, habe ich doch gesagt. Das wird ein sehr kleines Kinderzimmer. Das wird eher ein Kinderkabuff oder so. Aber gut. Machen wir trotzdem. Ich bin überfragt, was wir jetzt machen sollen hier. Ich weiß wirklich nicht. Heute ist kein guter Let's Build-Tag. Meine Kreativität ist flöten. Ich bin ausgelaugt, ausgebrannt und abgebrutzelt und mehr. So. Jetzt hätte ich gern ein Nachttischchen. Desks? Nee. Obwohl, vielleicht Desks. Schauen wir mal durch. Nee. Okay. Chest, Display, Shelves. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Bathroom. Bathroom. Aber da kommen halt noch Wände rein, ne? Insofern. Oder meint ihr, wir können das Bathroom so verpacken? Nee, wir müssen da Wände reinklatschen. Das geht nicht. Ich hasse das Wände platzieren halt. Aber das hilft nichts. Das müssen wir machen. Kitchen Laundry. Das gehört halt auch ins Bad. Darf ich nicht vergessen. Ah, theoretisch könnte man das machen, oder? Es wird ein bisschen eng hier drin. Ich glaube, da passt nicht mal mehr ein Kleiderschrank rein.
Oh, warte mal, das ist eine gute Kommode auch, ne? Aber jetzt haben wir schon die Kommode. Ein Schrank passt hier nicht rein. Ist halt kein Schrank jetzt. Ist einfach kein Schrank hier. Da es muss nämlich noch Platz für den, für das tote Brahmin sein. Das darf in keinem Schlafzimmer fehlen. Okay, nee, Quatsch. Okay, wir brauchen irgendwie Nachtkästchen, wirklich. Aber warum ist denn hier kein Nachtkästchen? Ah, bei Tabled sind die. Okay. Wollen wir das so machen? Ich weiß gar nicht genau warum, aber man könnte das so machen. Und hier stellen wir den Fernseher drauf. Ein Traum wird wahr. Wenn schon nicht in Wirklichkeit, dann wenigstens hier im Spiel. Aber wo sind Fernseher? Oder noch besser, eine Gliederpuppe. Das ist doch nicht schlecht. Stellen wir links und rechts neben das Bett lauter Gliederpuppen, lauter Schaufensterpuppen, die einem im Schlaf beobachten. Damit man sich beschützt fühlt. Ist das nicht wunderschön, die Vorstellung? Ich finde auch. Oh, wir können das so, I Am Legend mäßig machen und in den Häusern Schaufensterpuppen platzieren, damit sich unser und Statuen und so, damit sich unser NPC nicht so alleine fühlt. Aber hier im Dorf leben ja eigentlich genug NPCs. Insofern sollte das gar nicht so das Problem sein, ne? Es gibt hier so viel Gerümpel, Popümpel. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich habe schon wieder vergessen, nach was ich eigentlich suche. Ich schau mal einfach ein bisschen durch, ne? Küche können wir, glaube ich, skippen. Bathroom. Ne, brauchen wir nicht. Kerzen könnte man doch. Man könnte doch ein paar Kerzen im Schlafzimmer aufstellen. Aber Vorsicht, nicht alles anzünden. Nicht alles abbrennen lassen. Aber Kerzen sind romantisch. Und eine brennende Mülltonne. So, Radio, nicht schlecht, aber ich hätte eigentlich gerne einen Wecker. Ich weiß nicht, wo ein Wecker ist. Ich weiß nicht, wo überhaupt irgendwas ist hier. Clothes. Genau, wenn schon, wenn, also wo, wenn nicht hier, will ich sagen eigentlich die ganze Zeit. Wo, wenn nicht hier, legen wir Kleidung hin? Kann ich aufs Bett Sachen legen? Nee, das geht immer nicht. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das ist schwierig. Ich glaube, ich kann da nichts auf die Kästchen stellen. Ah, doch. Ja, dann stelle ich halt hier die Radios hin. Und tu so, als wäre es ein Wecker. Das ist ein sehr großer Wecker.
Na gut, okay, Leute. Na gut, okay. Das ist doch schon mal ein Anfang hier. Ich muss mir... Müssen wir uns vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten überlegen, wie man das noch ein bisschen verfeinern könnte. Aber das wird doch schon einigermaßen hier. Plumps. Naja. Ich sage jetzt mal Schluss für heute. Schluss mit dieser Folge. Die nächste Folge gibt es dann irgendwann im Laufe der Woche, wahrscheinlich am Wochenende. Ich habe versucht, die immer Dienstag oder Donnerstag hochzuladen, die Folgen, aber das haut irgendwie nicht hin, weil dadurch, dass die Videos auch so groß sind, da sind die Upload-Zeiten irgendwie teilweise lächerlich. Wirklich, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe zurzeit eh Probleme mit dem Upload-Zeiten. Das ist total albern manchmal. Es dauert teilweise Stunden, bis ein 20-Minuten-Video hochgeladen ist. Das kann eigentlich nicht sein. Aber da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, weil ich auch während der Streams nicht hochladen kann, muss ich immer sehr gut planen, wann ich was hochlade. Das ist teilweise ein bisschen schwierig zurzeit. Deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall irgendwie zwei längere Videos, dieses hier pro Woche gibt's im Durchschnitt quasi. Und wenn es mal eine Woche keine gibt, gibt es die nächste Woche 4 oder so. Genau, na schön Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe euch hat's gefallen, auch wenn ich heute nicht bei der Sache war, ich hab's selber gemerkt. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir machen, ich weiß es noch nicht genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao.